Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Naive hat geglaubt, dass die FDP in der Ampel als Korrektiv linker Politik wirken könnte. Der Realist wusste, dass es anders kommt, und der vorliegende Haushaltsplan gibt dem Realisten recht. Linke und Pseudoliberale sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Und die vielen FDP-Wähler, die das anders sahen, kommen sich jetzt betrogen vor. Sanktionen gegen Russland, bald Sanktionen gegen China, eine Antidiskriminierungsbeauftragte, die Deutsche als Kartoffel beschimpft, und ein Selbstbestimmungsgesetz, mit dem bereits Jugendliche im Jahrestakt ihr Geschlecht wechseln können. Dieser Wahnsinn ist auch made by FDP. Aber Christian Lindner säuselt im Weltinterview, die FDP verhindere einen Linksruck. Wofür braucht man die FDP überhaupt noch? Eben, für gar nichts.